Du bist ein Minecraft-Anfänger und möchtest gerne wissen, wie du in den Nether gelangst? Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Hey ho Freunde, leider habe ich vergessen, mein Intro auf den neuen PC zu sehen. Trotzdem wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Ja, zum ganz am Anfang müsst ihr natürlich erstmal in die Search-Item-Leiste gehen. Das ist hier einmal der Kompass. Und tippt da ein Obsidian. Dann habt ihr auch schon einen Block namens Obsidian. Oder auch Obsidian genannt. Unter Tools könnt ihr dann natürlich auch Flinten Steel holen. Das bitte dann auf der deutschen Version Feuerzeug holen, heißen. Aber ich habe mein Minecraft natürlich auf Englisch, weil ich es viel praktischer finde, weil so lerne ich auch direkt irgendwie ein bisschen für Englisch in der Schule, ne? Auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt hier Obsidian und Flintensteel. Da hinten kann man auch noch mal ein anderes Portal sehen, da hatte ich ein bisschen ausprobiert, hatte da meine kleinen Schwierigkeiten. Und ja, auf jeden Fall ganz am Anfang sucht euch eine gute Fläche oder auch in eurem Haus oder sonstiges. Und ja, zum Bauen von so einem Nether-Portal werden 12 Obsidian benötigt. Und ich nehme jetzt einfach zur Verschönerung einfach mal 4 Gold. Und ich nehme jetzt mal die 12. Die restlichen 2 nehme ich mal kurz weg. Ja. Dann gehe ich jetzt mal in den Game Mode 0. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr hier das alles schon gefarmt hat. Also hier die 12 Obsidian und das Feuerzeug, also die Block of Gold, also die Goldblöcke sind jetzt rein nur für die Verschönerung. Und ja, ihr baut natürlich erstmal hier in dem Boden 4 Löcher, also 4 nebeneinander. Die Ecken könnt ihr dann, was weiß ich, für was reinpacken. Hier hoch. Und dann 1, 2, 3, 4. Mich natürlich direkt verbaut. Entschuldigung. Game Mode 0. Ja. Natürlich soll das nicht so sein. Also wir wollen ja von dem Schönsten hier ausgehen. So, das dauert natürlich meistens. Dann hier den. Dann 1, 2. Goldblock. 1, 2, 3. So. Jetzt könnt ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, hier zum Beispiel jetzt das alles ja abbauen. Und was weiß ich, ihr könnt da jetzt... Gehen wir mal wieder Game Mode. 1. Also ihr seht hier natürlich, wir haben noch 2 Obsidian. Also 14 Obsidian braucht ihr normalerweise. Aber ich habe jetzt für die Ecken jetzt Gold benutzt. Die Ecken müsst ihr aber auch nicht machen, also das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber Hauptsache... Hauptsache die 2, die 3, die 3 und hier unten die 2. Das könnt ihr hier zum Beispiel hergehen, das hier machen. Und dann hier, was weiß ich, ich nehme jetzt mal hier das Glas. Und könnt das dann einfach hier so hinpacken, da kann man jetzt zum Beispiel auch die Goldblöcke sehen. Und ihr wollt jetzt wissen, wie ihr da durchlaufen könnt und natürlich auch in den Nether gelangen könnt. Das ist ganz einfach, wie gesagt, ihr benutzt das Flintensteel, Feuerzeug oder wie auch immer. Und rechtsklick drauf. Jetzt habt ihr jetzt das angezündet, jetzt ist das so komisch da. Ich lösche jetzt mein Item und hüpft einfach durch. Jetzt kann das mal so ein bisschen dauern. Und seid jetzt im Nether. Das kann schon ein paar, schon ein bisschen in Anspruch nehmen. Ich habe jetzt da gerade nur 30 FPS mit Shader und sonstiges. Auch nicht gerade viel, also ich kann ja mal meinen Shader rausnehmen. Zur Info, ich benutze den Crypox, the most optimized Shader.
Und wenn ich den jetzt mal raus habe, habe ich jetzt hier ganze 70 FPS. Und ja, jetzt seid ihr hier im Nether. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Quarzblöcke sammeln oder was weiß ich, also hier die Netherracks. Darauf könnt ihr dann zum Beispiel drauf pflanzen. Und ja. Also wenn es euch gefallen hat, also wenn es euch geholfen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn nicht, dann schreibt auf jeden Fall mal in die Comments, weshalb nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute. Und ja, schaut das nächste Video. Bis dann. Haut rein. Ciao.